Hallo, hier bei Sims Random. Oh. Die Aufnahme Random. Ist schon begangen. Ja. Ach, unser schönes Suchbild hier. Das Suchbild ist die Sims-Jahreszeiten, es gibt zu viele DLCs. Klassische Palme. Jawohl. Spritzfleckerisch. Was ist ein Spritzfleckerisch? Hä? Irgendeine Pflanze. Da unten. Fächerblattpalmenbaum. Unglaublich, was für eine Präzision die in dem Spiel eingebaut haben. An Pflanzen. Hufeisenfeld. Was kann das wohl sein? Stadtmülltonne, ey, das suche ich auch immer. Ja, die sind gar nicht so einfach zu finden, deswegen liegt der Müll immer auf dem Boden. Eine Retro-Wand. Retro? Sommersex verkauft statt. Orange Bikini. Darauf achtet man ja sofort. Wo ist der Orangene? Champion, das bin ich. Warte, ich bekomm's nicht hin. Verdammt. Große Zypresse. Das ist schon wieder eine Pflanze. Naja. Zu spät. Vollschwur. Was? Die ist da auch. Der Bogen vielleicht? Ich dachte, es wird das, aber darauf reagiert. Ah, doch. Das war Eiswagen. Eis! Buchhandlung, Bücherwurm. Ah, natürlich. Und die gelbe kurze Hose, die ist da. Zauberwiesenstände. Es gibt einfach so viele unnötige DLCs für das Spiel. Naja, und das war's. Und da sind wir wieder in unserer Wohnung. Bin ich am Kochen? Du bist bei der Arbeit? Der Pulpopo, glaube ich, auch, oder? Buchhalterin helfen. Biografie über Gashard schreiben. Ach stimmt, da waren wir ja. Ich habe bereits ein wenig gemacht, auch falls ihr immer alle Änderungen sehen wollt. Das kann man im Stream dann sehen. Ab und zu habe ich mal vor, ein bisschen zu streamen, dann auch das Spiel zu machen, aber hier nicht immer alles auf den Let's Play-Kanal raushauen, denn es ist ja random. Genau. Es ist ein bisschen willkürlich. Ist vielleicht aber auch ganz gut eigentlich. Ach, und übrigens, weißt du, wer die Macaroni mit Käse gemacht hat, die also ich eine scheußliche gemacht. Qualität gemacht hat? Ja, du? Die habe ich nicht gemacht. Das hast du ich gemacht. Ich mache keine Macaroni mit Käse. Wir hatten nichts anderes. Selbst dann mache ich keine Macaroni mit Käse. Dann verhungerst du lieber. Ja. Dann esse ich die Macaroni ohne Käse. Du willst Gesetzeshüter werden? Kannst du vergessen. Oh, jetzt geht's mir wieder gut. Gerade eben ging's mir ja nicht so gut. Was war denn das für ein Geräusch? Ja, stimmt, ich muss ja wieder. Hat da jemand sein iPhone rausgeholt? Unverschämt, das macht man doch nicht. Und jetzt klimpert da einer gerade mit seiner Luxus-Rolex rum. Mit seinen zwei Luxus-Rolex. Jetzt übertreib's mal nicht. Der Suche Buchhandlung Bücherwurm. Ach, die haben wir doch gerade schon gefunden. Na, dann schreib mal weiter. Ich glaube, das macht er nicht. Eindeutig, das bin ich.
ist er zumindest schon mal bei der Hälfte, habe ich den Eindruck. Der braucht länger als ich, um so ein Buch zu schreiben. Ja, dafür hast du ja jetzt wie lange gebraucht für das eine Buch? Etwas mehr als einen Monat. Dürfen wir dafür Werbung machen? Jetzt schon. Ist ja seit heute raus. Wir müssen jetzt einen großen Spoiler machen. Einen großen, ganz undeutlichen Spoiler. Ups. Was war denn das für ein Geräusch schon wieder? Hört sich an, als hätte jemand von unserem iPhone. Ich glaube, wir haben ja gar keins. Wir hassen alle das iPhone. Wir sind alle Android-Nutzer. Der Artikel war ja nicht von dir gegen das iPhone. Nö, aber... Und wir haben ja auch Artikel pro Apple, also... Nee, wir sind da ganz neutral. Wir sollten mal was über Gott und die Welt schreiben. Pro Gott und Anti-Gott. Das wäre doch mal was. Und zwar begründet mit Technikfakten. Ein Gottesbeweis anhand der Person Steve Jobs. Mhm. Oh, hier schreibt aber ganz schön schnell. Immer wieder laufen aber Pornobilder über den Bildschirm hier. Also, ja. Ich weiß ja nicht, was du da tust. Eindeutig hier. Achtung, jetzt hat er gleich die erste Seite. Und, Davan, hast du es gesehen? Also wirklich. Wenn du das nicht machen würdest nach jeder Seite, dann wird das viel, viel schneller gehen. Das gibst du, das hast du nach jedem Satz gemacht. Das habe ich doch gesehen. Und wo geht deine Hand dahin? Nach jeder Zeile. Oh. Ist vielleicht besser so. Ach übrigens, unser Klo ist unzerstörbar. Das hat er irgendwann mal gemacht. Okay. Und wie bekommt man sowas hin? Also ich mache jetzt gerade mal einen Stream. Ich wollte eigentlich... Was willst du denn jetzt der Stream? Oh! Eine kurze Sache, weshalb ich mal kurz auf Pause gehe. Ja, baden geht nicht. Und zwar... mal um hier die Karrieren zu zeigen, was sich da bisher verändert hat. Und zwar, einerseits, du bist endlich mal aufgestiegen in deiner Karriere auf Taschendieb, aber der Bobo macht viel mehr Geld. Der macht schon 40 die Stunde. Ja, der ist halt Arzt, aber warte bloß, bis ich der Mafia-Boss unserer Stadt bin. Also ich bin jetzt gerade am Verfassen eines Tweets. Warte mal, da hat Bobo was bekommen. Als Assistenz musst du dich durch Unwissenheiten, Organe und Blutkonserven rumschlagen. Daher ist es äußerst wichtig, dass blaue Blut Menschen zu Gemüte führst. Lies das Buch, wenn du die Jobleistung und die Beziehung zum Chef verbessern. Okay. Natürlich, machen wir. Da sind wir dabei. Danach solltest du dich duschen. Du riechst schon eher, Alter. Ach, tut mir leid. Aber hier kannst du noch ein bisschen was von deinem Zeug essen. Man hört es natürlich nicht in unserem Video auf den Ton. Aber im Moment schaut sogar so noch niemand zu. Ach, du streamst ja ganz gerne. Zubereitet von Fimi Mamas. Qualität scheußlich. Ja, und du bist wieder am Spielen. Ja, er hat so einen schlechten Spaßfaktor. Ich bin gerade beim Falschen. Ja, guck mal, falls man
Computerspiele spielt, dann geht der Hygienefaktor runter. Eindeutig eine echte Lebenssimulation. Ja. Unglaublich. Ich sage ja immer wieder, dass die Präzision. Ja, das konnten jetzt unsere Zuschauer auf dem YouTube-Kanal nicht sehen. Nur alle, die bei mir Cat mitzuschauen, das sind im Moment 0 Leute. So viele. Ich fühle mich schon berühmt. So, du hast jetzt genug Spaß gehabt. Denke ich auch, ich stoppe das Ganze mal. Und dann ändere ich mal den Text. So. Muss ich jetzt auch noch Spaß haben. Der Bobobo. Hä? Der Bobobo hat einen Stern. Habe ich von dem mal ein Lebensziel erfüllt? Alter. So, mal sehen, ob das besser klappt, wenn ich einen besseren Text dazu schreibe. Und zwar, dass unsere Follower gesagt bekommen, dass das, was die jetzt sehen, erst morgen auf YouTube verfügbar sein wird. Und das stimmt gar nicht. Machen ja, weil das morgen vielleicht Woche. Erst nächste Woche kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich mache aus morgen nächste Woche. Das hört sich noch exklusiver an. Und jetzt noch kurz schauen, wie das dann aussieht bei Twitter. Wenn das mein mobiles jetzt Netz überhaupt nicht... Depressiv. Oh, $400. Oh. Alter, der hat ja gar keinen Spaß hier. Und los geht's. Ab geht's hier an die Hobbys. Die ganzen Hobbyverrückten. Mal sehen, ob da jetzt jemand reinschaltet. Muss hier immer noch arbeiten, Alter. Sag dir mal, dass wir uns im Livestream zuschauen kurz. Der kann auch mal kurz die Arbeit unterbrechen. Da sieht er mal zu. Ja, zugeguckt. Siehst du, da hat er die Sims mal gesehen. Diesmal keine Pornos. Nee. Diesmal war es eine etwas andere Kreativitätspause. Oh, wir haben einen Zuschauer. Willkommen, Zuschauer. Wir sind froh, dass du uns zuschaust. Und wenn das Zuschauen dir Spaß macht... Wir sind Künstler. Ja, genau. Oh ja. Siehst hier die Skills von mir. Das bin ich, der da gerade malt. Das ist ja... Wow. Das ist eindeutig. Ich muss sagen, ich kann wirklich schön malen. Mein letztes Bild war noch nicht so schön. Da hat es ausgesehen wie von einem Dreijährigen. Mittlerweile ist es schon besser geworden. Ja, ich kann dir mal ganz kurz auf deine Fähigkeiten... Also bevor du wieder diesen Stream verlässt, wäre ganz nett, wenn du uns hier auf Meerkat folgst. Oh. Und vielleicht auch auf Twitter und dann auch auf YouTube. Wenn das die großen Let's Player fragen können, dann können wir das auch fragen. Twitch, wenn wir schon bei dabei sind. Ach so, genau, ja. Also Twitch natürlich auch. Ja, man konnte vor kurzem auch noch sehen, ach, jetzt sehe ich auch da Songhoon, songhoon@dv. Ja, mehr kann ich nicht sehen, aber danke fürs Zuschauen. Vielleicht bist du ja auch ein Amerikaner. Thank you for watching, Songhoon. Hey, schön klingeln. Da hat jemand geklingelt. Dann würde ich sagen, streamst hier mal kurz weiter. Dann streame ich das hier mal kurz weiter. Das ist hier ein hochprofessioneller Stream natürlich. Da guckt wirklich einer zu, gell? Ich dachte, du wolltest mich verulken. Ah ja. Etwas schreiben. Etwas sehen.
Der Bobobo, der spielt seine Runden. Wie lange kann man spielen, ohne erschöpft zu sein? Um es herauszufinden, er hat zwar Spaß, aber bald keine Energie mehr. Er muss schlafen. Schlafen ist wichtig. Eine Essenz. Da bin ich wieder. Und es ist immer noch ein Zuschauer. Ja. Ein Schlaf. Ein ganz kurzer Blick auf Bobo. Und ja. Weiter und geht's. Kali, du erinnerst dich noch an unser Die Sims Random Let's Play. Jetzt muss ich kurz das hinlegen, sorry. Und weiter geht's mit dem Spiel. Vielleicht hat ja noch jemand die Idee, hier drauf zu klicken. Auf unseren Twitter-Link. Immerhin haben wir 85 Abonnenten. Ein Abendessen servieren und zwar was Klebriges. Dass wir wieder was in den Kühlschrank bekommen, was nicht total ekelhaft ist. Dann solltest du vielleicht nicht mich kochen lassen. Ja, deshalb auch koche nicht. Ich hier. Oh. Dir geht's. Ach, jetzt geht's wieder gut. Hm? Das Telefon klingelt. Oh, deins. Nee, nee, nee. Kann doch nicht sein. Dein Handy? Darf ich. Warte mal. Ich möchte da rangehen. Wie mache ich das? Rangehen. Ah, geht doch. Ah. Und? Du unterbrichst einfach so unser Essen. Das was Erfreuliches. Ah ja, ich finde ich auch voll erotisch. Und weiter geht's mit Kochen, bitte. Hallo. Was? Junge, nein. Jetzt geht er erstmal schlafen. Der hat doch wohl einen Schuss. Alter, unmöglich. Also, unsere Sims machen hier komische Geräusche. Genau. Und an dieser Stelle sag ich mal, ich mach mal hier ganz kurz eine Aufnahmepause, um in der nächste Folge zu gehen. Und damit sage ich mal für diese Folge. Und wieder ein Vorteil der Leute, die bei uns bei Mirka zuschauen.